Gott. Okay, wieder hier. Wir haben hier keine Upgrade-Station. Ich habe hier keinen Fabricator Mark II und so weiter. Bedeutet, ich darf erstmal schön aufrüsten. Darf ich ein bisschen was hinstellen. Chemistry Bench habe ich, Pantry habe ich, ja, die Cooking Station und so, das habe ich gemacht. Aber ich habe mir da nichts hergestellt. Da könnte ich mir jetzt lauter Sachen herstellen, das wäre ja auch witzig. Ja, was also länger hält dann praktisch, ne? Oh, jetzt hält es, weil während der Gärung... Was ist denn das Geiles? Trailmix, das klingt mir nach Silage oder so. Ha! Das ist was für lange Strecken. Ja, okay, von mir aus. Oh. Hier habe ich gerade nochmal Wasser rein. Ach so, da ist keine Kohle mehr drin. Doch, eigentlich schon. Ach so, ich habe es ausgeschaltet. Echt? Doof. Egal. Hier habe ich eben dieses... Weißt du was? Feuer an hier. Los, mach das noch fertig. Das bisschen Kacke, was da drin ist. Wird nicht alles rausgehen. So, okay. Ja, da läuft gerade noch ein bisschen was durch. Hier läuft gerade noch was durch. Da lassen wir schön Metallbarren herstellen. Hier muss ich, glaube ich, auch gleich ausmachen. Ja, noch nicht. Rüstung sieht man ja, ne? Habe ich hier Steampunk. Und ich werde es auch mich dazu entscheiden, hier kümmern wir uns um Story, also ich. Story, erkunden alle Notizen und so. Ich habe jetzt auch nochmal eine Karte angeschaut, um vielleicht auch wirklich alle Notizen zu finden, wenigstens das, ne? Da gibt es eine schöne Explorer-Map. Ansonsten, ja, eben die Bosse. Aber ich werde mich hier nicht um Zucht und was kümmern oder um optimales Zähmen und was. Das machen wir auf der Ragnarok, ne? Die sind also zwei vollkommen getrennte Spielstände, ist schon mal gut. Ja, was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nichts weiter. Ich würde sagen, wir fangen an. Craften. Und zwar eine Upgrade Station. So. Und damit verbinde ich dann vielleicht die Augment Station. Und dann wohl auch die Blueprint Station. Dankeschön. Und dann gibt's eine bessere. Das ist die hier. Das ist wahrscheinlich das Bessere für die, wenn ich sehe, da brauche ich Metallbarren und Polymer. Das wird wohl das sein für die höherwertigen, ja? Okay, jetzt stellen wir erstmal die Sachen auf. Wo stellen wir denn eine Upgrade Station und so einen Quatsch auf? Nur mal gucken. Habe ich hier noch irgendwo genug Chitin? Ich fürchte nicht. Ich habe alles weg. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen was geholt, als ich das erste Artefakt geholt habe, die ersten zwei. Aber ich fürchte, das ist alles für den Arsch, weil ich bin einfach nur durchgerannt und wollte die Artefakte haben und mehr nicht. Und den Rest habe ich sein gelassen. Na, hier ist noch ein bisschen was, aber das ist Schießpulver. Na, ich habe hier halt alles raus, ne? Hier ist noch ein bisschen was. Okay, aber da fehlt sein Stein. Na gut, das können wir ändern. Hier ist noch ein bisschen was, da können wir sogar weitermachen. Okay. Und hier ist nichts. Okay. So, Upgrade Station. Wir müssen eigentlich mal im Inventar auch nochmal aufräumen. Ey. Außerdem, warum habe ich Freier Curry dabei? Wieder in den Kühlschrank, bitte. Mein Gott. Das eine habe ich gefressen. Eins vergammelt, auch schön. Toll. Das können wir vielleicht mal wieder schützen. Wäre auch geil. So. Ich habe hier noch gar nicht mit diesen Upgrade Stations und so gearbeitet. Ich habe überhaupt mit einigen Sachen noch nicht gearbeitet. Werde ich mal gucken. So, Upgrade Station, das müsste das erste sein. Platzieren bitte. Ja. So. Augment Station. Die ist eh festgelegt, die kommt da hinten ran und die Blueprint Station kommt ganz da hinten ran, glaube ich. Jetzt ist die Frage, wo kommt die Metall Blueprint Station ran? Wenn die nämlich auch noch da hinten ran muss, wird's komisch. Und jetzt kann ich hier nämlich mal meine ganzen Sachen, die mir nicht gefallen, aufrüsten. Ja gut, das wird nichts werden. Oder? Das ist ja geil. Die Mod-Sachen gehen? Ernsthaft? Moment, was will er haben? 1300 mehr Copper Blades. Ach du Scheiße. Es kostet aber auch gut, ja. Das können wir uns erstmal sparen.
steht ja hier mit einer Rüstung von 706. Ich denke, das ging nicht mehr. Hä, hey, jetzt check ich es gerade nicht so ganz. Hier steht er aber wieder. Einfach durchs Reinlegen ist er schon mal fortschrittlich geworden. Ist das ein bisschen pervers oder ist das ein bisschen pervers? Das ist ein bisschen sehr pervers, aber sonst ist alles gut. Zack, durchs Rein. Na gut, das war jetzt nicht so der Brüller. Was passiert, wenn ich nochmal reinlege? Nix. Schade. Das ist ja krank. Naja, gut, dann ist es so. Ist mir auch wurscht. Aber da fehlt noch was. Ich habe doch noch was, nicht? Helm, Chest-Ding. Dann werden die Handschuhe fehlen, oder? Oder die Beinlinge. Irgendwas fehlt mir da. Gloves, ja. Und die Beine. Habe ich beides nicht doppelt gebaut? Das ist ja blöd. Na gut. Wie viel Zement ist denn hier drin? Ja gut, okay, so gut wie nix. Das ist natürlich nicht viel. Oh, Obelix ist krank. Was hat er denn gegessen? Ja, zwei Wildschweine. Das ist so gut wie nix. Ich sehe mir sofort mal an. Nee, es ging, glaube ich, nur darum, der hat nur ein Wildschwein gegessen. Ja, Asterix als Legionär. Ey, lass mich mal da. Gibst du mir deine Kacki? So, habt ihr Eier gelegt? Nee, schade. Naja, ich habe ja auch das... Oh, wie Raptor habe ich auch rauf. Ich habe wahrscheinlich gedacht, dass ich die alle mitnehme. Naja gut, ich würde aber sogar sagen, auf die anderen Inseln hier, Scorched Earth und so, würde ich sie mitnehmen, weil da wird es lustig, wenn ich da nämlich... bei null starte und dann, ja, ich glaube, da werde ich sie sogar mitnehmen. Ein paar Dinos. Vielleicht zähle mir noch irgendwas Schönes. Ah, was machen wir denn mit dir, Mann? Eigentlich brauchen wir mit euch sowieso überhaupt nichts mehr machen. Schreien ist herum. Schlagzimmerblick, alles klar bei dir? Ach, du bist ja Steffi. Sag mal. Ich würde den Kopf aus dem Boden nehmen, dann atmet sich's besser. Ja, guck nicht so komisch. Mach den Kopf raus. Oh Mann, bist du doof. Echt wahr. Ein Rex-Ei geklaut? Ach ja. Muss ich aber geklaut haben, weil ich habe ja gar keinen Rex. Das wäre allerdings eine sinnvolle Idee, wenn noch einen schönen Rex zu zähmen. Den müsste ich aber erstmal heilen lassen. Das wäre natürlich auch so ein bisschen die Herausforderung. Eieiei. Ja. Para können wir vergessen. Der hat ein zu hohes Eigengewicht. Obwohl der Rex eigentlich genauso groß ist, aber der Para ist anscheinend schwerer oder ja, keine Ahnung. Parazer, so rum. Para habe ich auch irgendwo rumstehen. Steht er, ne? Da. Ach, den habe ich ja sogar den Early Founder Sattel verpasst. Dieser Sattel, ne, den hat man halt, wenn man das Spiel in der Early Access Phase gekauft hat, aber den Sattel. Es gibt noch ein paar Sachen, die man dann hat. Dino Classes, also ich glaube, die hat mein Baroness sogar. Das sieht also dann aus, wie wenn sie eine Brille trägt oder so. Sehr cool. So, geben wir mal den ganzen Quatsch. Was hast du hier? Die sind hier alle nicht das Wahre, die Dinos, die ich hier habe. Also im Verhältnis zu dem anderen, ich bin halt jetzt anderes gewohnt, das ist das Problem. Die sind trotzdem 10-mal besser als Standard, aber naja. Ich bin halt Besseres gewohnt. Was so ist. So. Okay, das haben wir aufgestellt. Jetzt brauche ich Metall, haben wir gesagt. Und Polymer. Also eigentlich müsste ich Chitin farmen. Muss ich doch ein paar Höhlentouren machen. Da passiert jetzt noch nicht so viel. Oh, da ist ein bisschen Metall drin, würde ich sagen. Aber nur ein bisschen. So, einmal Polymer. Also haben muss ich ja welches, aber halt ja, zu wenig, ne? Also tatsächlich muss ich ja
da noch ein bisschen was machen. So, weiter. Und zwar die High-End Augment und Blueprint Station. Kann aber sein, dass ich mir die Upgrade Station sogar auch nochmal machen muss, dass das nicht funktioniert. Guck mal, was ist denn? Upgrade Station, die da ist es. Das ist die richtige. Genau. Also, dafür brauche ich aber noch was. Und zwar Kristall und Elektronik. Naja, gut, das ist ja wohl das kleinste aller Probleme. So. So viel weiß er, glaube ich, auch nicht, was man gebraucht hat. So, Elektronik waren 10 oder so, die man gebraucht hat. Passt schon. So. Jetzt nochmal. Das ist nämlich eine ganz andere Upgrade Station. Das ist die hier. Das ist die bessere. So, und da haben wir nämlich die Rocket Launcher Station. Converts regular Rocket Launchers to Classic Rocket Launchers. Classic Rocket Launchers have starts in quality levels and can be upgraded at an Upgrade Station. Aber ich habe ja eh, glaube ich, einen Bauplan für Classic Rocket Launcher. Das heißt, der hier wäre höchstens interessant, wenn ich einen Raketenwerfer finde, der gut ist und ich den aber nicht weiter verbessern kann, weil er natürlich rausgenommen wurde von ARK. Aber schon lange her, das ist ja schon Ewigkeiten her. So, okay, das hätten wir soweit. Jawohl. Was habe ich denn da noch? Ach, das Awesome Spyglass. Habe ich, glaube ich, gerade noch gesehen, oder? Ja. Das ist nämlich das, was eben... Das können wir uns auch gleich noch herstellen. Genau, da habe ich nämlich Zoom-Möglichkeiten und ja, das ist richtig cool. So. Okay. So, dann haben wir die andere Upgrade Station. Das ist dann also eine komplett andere Upgrade Station. Ich habe mir gedacht, dass das nicht sein kann. Ja, genau. Ich wollte sie jetzt auch fallen lassen, unbedingt. Der Profi in Aktion. Ja. Ah, das sieht man es auch. Da sind nämlich maschinell gefertigte Sachen drauf und so. Metallsachen, Metallrüstung, Flak, hier ein Sturmgewehr. Das sieht man also schon, dass man da ganz andere Sachen dran machen kann. Hier, diese Dynamit, der Explosions-irgendwas, ja, ja. Na, hier, das, so Chemikalien. Da ist schon ganz klar ersichtlich, bei dem, was dran liegt, dass du da ganz andere Sachen aufrüsten kannst. Ja, das ist eine Flak-Rüstung. Und das ist wahrscheinlich die SWAT-Rüstung, die hier dran ist. Das kann sein. Oder Tech. Hm. Cool. Weiter geht's. Oh, das ist der Blueprint Station, genau. Oh, und das hier ist die Augment Station. Zack. Ja, aber das da oben ist doch kein SWAT-Helm, oder? Hm. Naja. Da unten ist ein Atemgerät, okay. Es sieht echt interessant aus. Es ist cool gemacht, wenn man sich jetzt erstmal richtig anschaut. Also die Helme und Rüstungen sind hier gleich. Das ist das Problem. Der Rest ist halt anders. Ne? Da ist eine Armbrust zu sehen und hier liegt eine Armbrust. Und hier hinten ist eben eine Pistole, eine Selbstladepistole zu sehen. Und hier liegt ein Sturmgewehr. Ja, und da eben so ein, keine Ahnung, was ist denn das? Eine Art Kettleprot oder sowas. Keine Ahnung. Okay. So, jetzt ist die Sache die. Ich würde jetzt dann ein bisschen was verarbeiten. Oder wir schauen mal. Wir können jetzt Folgendes machen. Chitin-Rüstung. Jetzt gucken wir mal, welche mal richtig schlecht sind. Es sind ja bestimmt ein paar dabei. Also alles, was 100, 130 ist, würde ich jetzt mal wegballern. Hier kommen wir in den 500er Bereich teilweise. Da kommen, das sind nämlich schon richtig gute Sachen dabei, auch überragende 600er. Ja, das ist ja in Ordnung. Das ist ja durchaus in Ordnung. Ne? Gut, die dann auch die Handschuhe. So, das war Chitin. Warum mache ich das gerade? Ja, ich habe vor, die zu salvagen, kaputt zu machen. Um mir daraus noch bessere herzustellen danach. Das ist doch 10-mal besser. Handschuhe. Ja, 55er, was soll denn der Quatsch?
Okay. So, weiter. Metall. Da haben wir sowieso relativ viele, da können wir uns, glaube ich, mal entscheiden, da sogar welche unter 200 wegzuballern oder vielleicht unter 175 oder irgendwas. Jetzt gucken wir mal, was wir hier so haben. Was ist das? Ein primitives Schild. Was will ich denn damit? Weg! Das ist wenigstens fortschrittlich, das hat eine höhere Haltbarkeit, ist okay. Ich würde sogar echt sagen, die Grenze hier bei Metall setzen wir bei 200, weil hier sind teilweise richtig geile Sachen dabei. Der Helm hat 1200. Die Handschuhe haben 1200. 1400er Hose. Geiler Scheiß, Mann. Also, dann kommt die weg, das weg, das weg. Und es wird jetzt einfach alles vernichtet. Und daraus kann ich mir dann Besseres machen. Weil die Ressourcen kriege ich teilweise eben zurück, die da drin stecken. Natürlich nur teilweise, na, aber ist ja wurscht. Nutze ich. Da, nur 118, das wäre so oder so Abfall gewesen. Der hat 1200 noch was, das ist natürlich zu geil. Okay, das war's. Mehr ist es nicht vom Metall. Was haben wir hier noch? Da ist Stoff dabei. Ich weiß nicht, warum ich sowas aufhebe überhaupt. Unter 15 weg. Was soll denn der Bullshit? Ja gut, die Ghillie-Rüstung, da muss ich mir halt mal eine nochmal herstellen irgendwie. Beziehungsweise würde ich da wahrscheinlich erst nochmal in den Norden gehen und Pinguine fangen. Fangen nicht, schlachten. So, okay, der Rest ist in Ordnung. Auch hier bei den Taucherausrüstungen müssen wir uns was zusehen, dass wir was Besseres machen. So, ja, es wird jetzt eh Nacht, deswegen habe ich jetzt gesagt, mache ich ein bisschen Upgrading und so und erzähle, was ich so herstellen muss, was ich jetzt machen muss. Weil ich habe hier teilweise echt noch nichts drin. Ne? Ah, hier habe ich sowieso gute Sachen dabei, jawohl. Haben wir hier noch irgendwelchen Schrott? Ne, 210 lassen wir mal da. Ja, den Bauplan weiß ich halt nicht, ob ich den aufheben muss. Oh! Einen geilen Prokoktor-Sattel. Also Pinguin, ich hab hier. Pinguin sag ich, Känguru! Wo waren Kängurus zu finden? Im Norden. Eher im Eisgebiet, was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, aber okay. Da gab's die. Naja, gut. Nicht mal zwingend Eisgebiet, aber halt im Kalten, ne? Ja. Ich glaube, da hatte ich ja sogar schon mal eins gesehen. Das war noch immer in der alten Aufnahme. Da war ich hier nämlich auf der Suche nach Öl. Irgendwas war da, ne? Ich glaube, Lila weiß das noch. Ja, ja. Da war was. Na, egal. Jetzt wollen wir uns hier um Upgrade kümmern. Die Pelz würde ich sogar, ja, solange ich noch nichts Besseres habe, würde ich sie aufheben. Ich habe nämlich eine gute Unterkühlungsisolierung. Die Schotze, 256er, jetzt gucken wir mal, was hatten die hier? Die hatten nämlich 725, so was Geiles habe ich auf Ragnarök natürlich nicht, ne? Das, was mich aber viel mehr ärgert, ist, dass ich meine 5000er Schotze hatte. Und die habe ich hier in der Lavahöhle verloren. Ja, Intelligenz. Was sage ich als Unbeteiligter dazu? Na, schauen wir mal. Die hat 200 noch was, ja, eigentlich können wir die alle wegballern. Also die auf jeden Fall, Selvage, bam. So, jetzt kriege ich hier, Teil der Ressourcen, der da drin ist, wieder. Ist natürlich nur ein kleiner Teil, aber ist ja wurscht. Jetzt habe ich die Eier nicht im Kühlschrank, weil ich besoffen bin. Ja, geht nicht. Es geht halt echt nur einmal. Ja, erstmal, wenn du es reinlegst, das ist ja cool, Mann. Ist das blöd. Schmeißen wir erstmal alles rein an Chitin. Blöd wäre es, wenn ich jetzt daneben klicke und sage Upgrade. Aber ich glaube, dazu habe ich zu wenig Rohstoffe, von daher passt schon. So. Was? 111 Lederhandschuhe und die wollte ich wegschmeißen? Ach so, ja. Weil ich gesagt habe, unter 2, ja, ja. Aber gut, die sind aber richtig gut für Leder, ne? Das muss man auch sehen. Die würde ich aufheben. Die sind für Leder ja richtig gut. Ja, das soll eigentlich auch überragend sein. Die würde ich vielleicht sogar aufheben, die Hose. Die hat eine geile Haltbarkeit, eine beschissene Unterkühlung. Isolierung, die hat eine geile Unterkühlungsisolierung, eine beschissene Haltbarkeit. Ja, ganz toll. Ja, leg mich doch am Arsch weg damit. Und die dann auch weg. Dann mach ich lieber eine neue. Die auch weg. Dann mache ich lieber eine neue.
So, die Metallsachen. Das waren die Lederhandschuhe. So. Und dann kann man nämlich hergehen und dann mit dem Blödsinn hier fertig sind. Und kann zum Beispiel zu manchen Sachen sagen, wir wollen die verbessern. Kann natürlich sein, dass wir noch so wenig Ressourcen davon haben. Das werden wir gleich mal schauen. Jetzt schauen wir uns mal die Handschuhe zum Spiel an. Das geht hier gar. Ach so, kann ja nicht gehen, weil es schon überragend ist. Hat aber eine gute Unterkühlung und eine gute Haltbarkeit. Die heben wir auf. Die sind okay. Die sind schon gut. Gott. Also was überragend ist, geht natürlich nicht mehr. Es geht nur bis überragend eben. Und wenn dann natürlich was überragend ist, macht es ja keinen Sinn. Aber jetzt schauen wir mal, was wir hier sonst so haben. Die ist überragend, ist sehr toll. Die ist wahrscheinlich auch überragend. Die ist ganz normal. Jetzt stellt sich gerade die Frage, kann ich da ein Upgrade machen? Ernsthaft? Ja, braucht halt viel. Okay, und dann sagt er mir wahrscheinlich, dass ich es nicht machen kann, weil weil es irgendwie andere Anforderungen hat. Das kann nicht sein. Naja gut, die ist meisterhaft. Ich würde jetzt gerne mit irgendwas Schlechtem probieren. So. Mehr Holz. Ach, leg mich doch auf Bobs, ey. So, fortschrittlich, zweite Stufe und ist schon richtig geil besser geworden. Ja, jetzt ist es Geselle und nochmal geiler geworden. Und deswegen will ich das eben mit dieser Upgrade Station machen, weil das einfach cool ist. Du kannst nämlich viel bessere Sachen herstellen, als du finden kannst. So, das ist jetzt soweit das Ding, ne? Ich denke, ist verständlich. So, Schnauze. Das Gas ist das, was ich für einen Cookstove brauche. Ach, das stellt man, glaube ich, in der Cooking Station her, oder? Besser. Campstove, den kann man nämlich mitnehmen. Sowieso, ne? Mein Arc Advance ist genauso wie S Plus und alle möglichen Mods kann man einfach mitnehmen. Da trampelt irgendwas drauf rum. Ja, aber er hat halt das Problem, er braucht Gas oder was war es noch? Ich glaube, Treibstoff hätte, würde auch gehen. Naja, ist ja egal. So, und hier, Electric Cooking Pot. Ach, das war der. Den hat man das letzte Mal probiert, lila. Ja, weil der must be powered. Ja, genau. Und da hast du ja gesagt, ein Glühweintopf. Ja, ein voller Glühweintopf. Total für den Arsch, Mann. Gut, das heißt, ich brauche Metall da noch drin. Was brauche ich noch? Doch, Metall und Zement. Okay. Ja, hier ist gar nichts. Ja, das heißt aber, ich muss echt mal wieder eine Tour machen, ey. Das ist ja furchtbar. Ach so, kein Stein mehr. Da brauche ich unbedingt mal eine Zement-Tour. Also eine Tour nach Chitin. Das heißt, ich muss in die Höhlen rein. Nerv. Naja. Heute Nacht ist gute Gelegenheit, weil da sehe ich ja eh nichts. Und ihr würdet auf YouTube auch überhaupt nichts sehen, deswegen kann man das da vielleicht ganz gut machen. Also ich meine jetzt in-game heute Nacht, ne? Schon klar, hoffe ich. So. Zack. Wo habe ich denn jetzt das Zeug hin? Ach, hatte ich Zement noch dabei oder was? War denn jetzt den Zement? Bin jetzt doof. Ich hatte doch Zement mitgenommen. Hä? Ja, ich bin richtig doof. Ich habe ihn nämlich schon rein. Den Metallbarren habe ich nicht rein. Das war das Rätsellösung. So, und ich sage, gibst mir die Hälfte wieder. So, mein Gott. Den gibst du mir mit. Den möchte ich nämlich gerne mitnehmen. Ja. Und das reicht vollkommen hier. Denn der ist im Prinzip genauso. Electric Cooking Pot macht dasselbe, nur wie der hier, nur eben mit Strom. Der braucht halt Holz als Brennstoff, na und funktioniert genauso. So,
Das war das. Habe ich hier noch irgendwas drin an Absorbieren und Substrat oder so? Nö. Wenn ich mir genug schwarze Perlen habe. Ja, fantastisch. Baumharz hätte ich ja genug. Wie war das mit der Installation? Die so nicht in Ordnung geht. Wieso backen das hier so? Mach keinen Blödsinn, Junge. Was mir aufgefallen ist, was ich überhaupt nicht gemacht habe, sind so Pantry-Dinger, ne? Ich habe überhaupt keine Einmachware gemacht oder so. Was ist denn das hier? Irgendwo ist es schlecht platziert. Oder er hat ein Problem damit, dass ich kurzzeitig weg war. Dass er nicht auf dem Server war, das kann auch sein. Also, auf dem Server stimmt ja in dem Fall nicht, aber ihr wisst, wie ich es meine. Was ist denn das für eine Kacke? Naja, blinkt halt vor sich hin, okay. Scheint bis jetzt kein Problem zu sein. Das heißt, ich werde jetzt die nächsten Parts erstmal massiv, die nächsten Tage, Nächte, Stunden in-game, mal gucken, wie weit ich das wirklich mache, erstmal massiv Chitin farmen. Ja, und dann mal gucken. Ich habe hier anscheinend nicht mal einen Pulminus Corpus gezähmt. Ich habe nicht mal einen Skorpion. Warum? Was hat mich denn da geritten? Ich habe keinen Skorpion, ich habe überhaupt nichts. Also ich muss auf jeden Fall mal in die Höhle, muss mir einen Skorpion holen. Vielleicht einen Käfer, ne, weiß ich nicht, ob ich die brauche. Das ist ein bisschen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall brauche ich einen Skorpion. Titanoboa können wir vergessen, weil die möchte befruchtete Eier haben. Wir haben noch kein Pärchen, glaube ich. Wobei ich mir nicht sicher bin, Lady Fässer und Schuhu, könnte sein. Ja doch, das könnte sein. Also hätten wir zumindest ein Argentavis-Pärchen. Aber da müsste ich beim Breeding ein Dach oben drüber machen, weil sonst wird sie ja vielleicht abhauen. Fliegenderweise. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du dich auf Wandern stellst, ob die auch dann fliegenderweise abhauen. Oder ob die einfach nur rumwandern, wie gesagt. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Hier sind meine Einmachgläser. Die brauche ich dann im Ofen. Da kann man nämlich dann einkochen. Pantry. Ach nee, da nicht. Da war es bei Konsumgüter. Hergestellte Nahrung, genau hier. Dann kann ich nämlich die Sachen einkochen. So. Ja, gerne Like oder Kommentar. Wir sehen uns in den nächsten Parts dann mit bisschen mehr Chitin. Die ganzen Artefakte, das ist schon eine geile Waffe, was ist denn das? Die ganzen Artefakte halt wieder geholt. Viele habe ich ja eh nicht gebraucht, ich habe ja nur die zwei, drei ersten gebraucht, die leichteren. Muss man, glaube ich, das Artefakt auf dem Massive, muss man, glaube ich, nochmal holen, wegen der Brutmutter. Und dann machen wir die Brutmutter auf Alpha. Dazu muss ich halt schauen, dass ich mindestens zwei, drei Dinos habe, die voll auf guter Gesundheit sind. Und dass diesmal eben nicht nur einer vorgeht, weil das letzte Mal war es ja nur der Bär, der was gemacht hat, der Rest stand feige hinten. Deswegen hat der Bär so Probleme gekriegt. Das lassen wir mal, ne? Das machen wir diesmal nicht so. Und ich unterstütze dann von hinten. Dann sollen die sich um die kleinen Mistviecher kümmern, weil die spawnt ja kleine Araneos noch die ganze Zeit. Ja, früher war das noch ein bisschen anders. Da war nämlich, habe ich es beim Koja mal gesehen. Ich glaube, beim Koja habe ich das mal gesehen. Und zwar, ist die dann auf die Plattform gekommen. Und du hast die auf der Plattform besiegt. Aber jetzt gibt es ja die eigene Arena. Weil es eben die ganzen anderen Gegner gibt. Ne? Und alles, die Story jetzt ja sowieso vollendet ist, weil jetzt ist Extinction rausgekommen vor einer Woche. Deswegen habe ich jetzt sehr Bock drauf, die einmal auch mitzumachen, diese Story. Auch wenn es bei mir nicht so schnell gehen wird, wie auf anderen Kanälen. Pech gehabt. Dafür mit mehr Fails. Auch geil. Bis dann. So, Upgrade Station steht. Metall wird gebrannt. Ja, passt schon. Ist okay. Kann weitergehen. Ja, ich habe zwar ein paar wichtige, witzige Viecher, aber ich habe hier keinen effektiven Kampfsaurier. Kämpfer holen, das hilft alles nichts. Wo ist denn meine... Ach, die Kippelmaschine ist auf dem anderen. Ich muss nach Hause fliegen, zur alten Heimat. Okay, gut, toll. Vielleicht habe ich doch einen... Sag mal, du übertreibst ein bisschen, oder? Vielleicht habe ich doch einen... einen Pulminus Corpus. Vielleicht ist da einer. Bin ich echt mal überlegt. Uah, ja. Dass das eigentlich nicht sein kann, dass ich keinen Skorpion habe. Ich habe mir doch bestimmt einen mitgenommen. Also, Schluss. Danke fürs Zuschauen. Keine Like oder Kommentar. Bei den Dinos hat es übrigens funktioniert mit dem Einstellen von den Lebenspunkten, die Levelpunkten, die leveln weiter. Nur ich nicht. Bei mir funktioniert es nicht. Na gut. Weiter mit dir.